Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Manga-Review und zwar zu Persona 5 Mementos Mission. Dieser erschien 2018 im Denkiki Mao, ist von Saito Hukuro gezeichnet und in 3 Bänden abgeschlossen. Wie gesagt, es handelt sich hier um ein Spin-off zu Persona 5. Doch worum geht der ganze Manga nun? Es geht damit los, dass Mika, eine Modelkollegin von N, mehr oder weniger belästigt wird. Doch das ist nicht mal das Hauptproblem, weil immer mehr und mehr komische Sachen passieren um die Leute, um Ren, dem Hauptcharakter, drum herum. Und die Phantomdiebe dem Ganzen nun auf den Grund gehen, was dafür verantwortlich ist und wie das alles zusammenhängt. Und nun werdet ihr euch schon mal wundern über die ganzen Namen. Denn man muss hier ganz klar sagen, Persona 5 Mementos Mission ist nichts, aber auch rein gar nichts für Leute, welche Persona 5 nicht gespielt oder gelesen haben, weil das hier ist mitten in der Haupthandlung eine kleine Nebenstory. Und wer Persona 5 nicht kennt, der wird absolut keinen Spaß mit dem Manga haben, weil es wird vorausgesetzt hier, dass man die Charaktere kennt. Dazu haben wir hier noch eine dreibändige durchgehende Story, während man bei den Anthologie-Manga sagen kann, ja, okay, das sind halt trotzdem noch nette, lustige Geschichten, ist das hier halt mit in der Haupthandlung angesiedelt, auch wenn es um die gar nicht geht. Aber es setzt halt voraus, dass man die Charaktere, und nicht nur die Hauptcharaktere, sondern auch die Nebencharaktere, nämlich all die Vertrauenspersonen aus dem Spiel, kennt. Denn, wie ich gelesen habe, geht es hier auch um Iwais Vertrauensstufen 7, 8 und 9. Das kann ich allerdings nicht wirklich bestätigen, einfach weil ich Iwai im Spiel nie wirklich auf diese Vertrauensstufen gebracht habe, weil mich der Typ nicht interessiert hat. Aber jedenfalls spielt auch der Waffenhändler Iwai hier eine sehr große Rolle. Das Ganze mit seinem Sohn. Das wird ja, glaube ich, sogar schon bei Vertrauensstufe 2 oder 3 so ein bisschen so angeteasert, weil er da einmal vorbeikommt. Aber wirklich hoch habe ich Iwai halt nie gebracht. Jedenfalls nimmt es sehr stark auch Bezug nach den ersten paar Kapiteln auf Iwai, die Beziehung zu seinem Sohn und seine, ja, seltsamen Machenschaften mit so anderen Gangstern. Und wie gesagt, diese Charaktere muss man halt einfach alle kennen, weil sonst hat man absolut keinen Spaß an dem Manga und wird den Manga auch nicht verstehen. Persona 5 Mementos Mission ist einfach nochmal eine nette, kleine Geschichte. Wie gesagt, insgesamt hat es 19 Kapitel in 3 Bänden. Einfach nochmal für die Fans des Spiels. Ähnlich wie auch der Hauptmanga und der Anime, gut, der ist nicht wirklich gut, ist, aber so dann halt noch mehr was hat und hier sogar quasi noch eine kleine neue Geschichte, um den Fans einfach noch mehr zu geben. Nämlich mit den Charakteren, mit denen man 80 Stunden plus bereits verbracht hat. Doch nun ist die Frage natürlich, wie ist der Manga denn für Fans von Persona 5? Und bei dem Namen Mementos Mission, da denkt man natürlich an das Mementos, den Bonus-Dungeon, wo man levelt, Schätze findet und gegen viele Personas kämpft oder Personas, ja, zu seinen Freunden macht, dass man sie im Kampf benutzen kann. Nun, nichts mit Mementos. Der Mementos kommt ganz am Ende, er kommt einmal kurz in der Mitte vor und einmal am Ende. Mehr nicht. Dieser Manga hat absolut keinerlei Action. Und also wer sich jetzt irgendwie noch auf krasse Kämpfe erhofft hat, die Phantomdiebe gegen andere Personas, nein, das gibt es nicht. Die Anzahl der Personas, die hier auftauchen, kann man ungelogen an einer Hand abzählen. Und dazu sind die auch nur einmal ganz kurz, die bekommen nicht mal eine eigene Seite, die sind halt wirklich nur auf einem Panel drauf. Gekämpft wird hier so gut wie nicht. Es gibt, gut, diesen einen Kampf, dieser einen Schuss in der Mitte, den zähle ich gar nicht als Kampf. Es gibt dann eine kurze Action-Szene zwischen Makoto, allerdings das spielt dann wirklich in der realen Welt und einfach, weil sie halt so ein bisschen Selbstverteidigung kann gegen so einen Typen. Und dann gegen Ende gibt es, ich mag das nicht mal als Endkampf betiteln. Das ist halt ein Angriff und auch der ist, den sieht man nicht mehr wirklich. Man sieht halt einmal da kurz eine andere Persona und wie Ren angreift und
Das war's. Es gibt nicht mal wirklich einen Endkampf. Das Ganze ist hier mehr ein Mystery, ein bisschen Thriller, Detektiv, Manga mit ein paar Comedy-Elementen. Denn wenn die Freunde zusammen sind, dann gibt es natürlich auch ein bisschen Comedy. Das fehlt natürlich nicht. Alex, ein Action-Manga mit richtig coolen Kämpfen, wie sie im Mementos kämpfen. Oder ein richtig geiler Endkampf. Den könnt ihr hier nicht erwarten. Der Manga ist sogar recht textlastig. Bei Mementos Mission, ich habe anfangs auch gedacht, okay, da werden wir wohl mehr recht actionorientiert haben, als ich ihn gekauft habe. Und dann kam der erste Band an und ich habe durchgeblättert und okay, keinerlei Action. Dann kam Band 2 und 3 an, habe durchgeblättert und okay, das Mementos kommt überhaupt nicht vor und auch sonst keine der Dungeons. Gut, okay, dass keine Hauptdungeons vorkommt, logisch. Aber weder überhaupt nicht das Mementos oder irgendwie, dass die Personas mal wirklich mehr erwähnt werden. Und ja, mich hat das jetzt nicht gestört und denke, viele andere Fans von Persona 5 wird es auch nicht stören, einfach weil man die ganzen Charaktere so gerne mag und sich einfach erfreut, dass man nochmal eine weitere Geschichte mit ihnen hat. Aber der Name verspricht hier eindeutig was anderes. Wie gesagt, und ihr könnt mir vorstellen, dass sich trotzdem ein paar Leute, wird auch ein paar Fans, einfach dran gestört fühlen, weil letztendlich natürlich das Spiel ist zum Großteil eine Visualnovel, das kann man nun mal nicht abstreiten, aber zwischen diesen Visualnovel-Teilen gibt es natürlich auch immer die Dungeons, die man erkundet, beziehungsweise die Story-Dungeons, die man erkunden muss, und das Mementos ist ja riesig. Und dass dies in einem Manga, der Mementos-Mission heißt, nicht wirklich relevant ist, ist halt schon so, ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, mich hat es jetzt nicht gestört, aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder anderen, der sich echt wirklich so auf eine Mementos-Mission beziehungsweise Mementos-Action im Manga gefreut hat, wird ein bisschen enttäuscht sein wert. Wie gesagt, das will ich, man kann auf jeden Fall eine Empfehlung für den Manga aussprechen, wenn man die Charaktere mag, das ist klar. Er ist sehr charakterfokussiert, der Manga. Und man hat halt einfach nochmal so eine extra Story mit seinen Lieblingscharakteren. Denn wie gesagt, das ganze Spiel, wo man das Ganze einordnen kann, spielt auf jeden Fall nach dem 5. Hauptstory-Dungeon, weil halt schon alle Charaktere zusammen sind, aber logischerweise noch vor dem Finale. Von daher kennt man auch alle Charaktere. Wenn man das Spiel, man soll es am besten lesen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, beziehungsweise kurz vorm Ende ist, damit man halt alle Charaktere kennt und so halt noch mehr Spaß hat. Und ja, viel mehr kann man zu dem Manga tatsächlich gar nicht sagen. Der Zeichenstil ist in Ordnung. Er ist deutlich besser als der vom Hauptmanga. Das Zeichenstil vom Hauptmanga ist leider nicht wirklich gut. Und wie gesagt, eine Empfehlung kann ich hier nur zum Teil aussprechen. Für uns Persona 5 Fans auf jeden Fall ein Blick wert. Wie gesagt, man darf hier halt nur kein Action-Manga erwarten, sondern ein Thriller-Detektiv-Mystery-Manga mit Comedy-Einlagen. Und alle anderen sollten wirklich Persona 5 spielen, am besten Persona 5 Royal. Absolut grandioses Spiel, bringt unglaublich viel Spaß. Wenn ihr mit einer Story, die wirklich rein von der Story 80 plus Stunden geht, und wenn ihr das dann gespielt habt, dann könnt ihr mir in den Manga reinschauen, sofern euch das Spiel natürlich gefallen hat. Wer das Spiel natürlich gespielt hat und sagt, nee, also das war nichts, vielleicht sind die Manga besser, der braucht auch gar nicht erst in den Manga reinschauen. Und ja, es gibt noch ein paar Bilder jetzt gleich und ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Manga wie immer in die Kommentare schreiben. Hier haben wir nochmal Band 1, das hat auch eine nette Farbseite. Noch eine. Die ist noch besser. Und dann haben wir hier noch ein paar Bilder aus Band 3.
Farbseiten hat übrigens jeder Band. Und wieder, das Zeichenziel ist doch wirklich sehr gut jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Hauptmanga. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.